Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnoobs. Couchesnoobs, bitte. Couchesnoobs. Snoobs. In der Tat hat Charles Martinet nicht gewusst, was ein Noob ist. Wer hätte... Oh, das wow. Gedacht. Jetzt geht's. Oh, ich hasse es. Lieber nochmal. Chugga, 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 chug, chug. Huh. Uka-chaka, uka-chaka, uka-chaka. So wie ist er? Ja. Das ist aber nicht der einzige, kommen gleich noch ein paar, keine Sorge. Keine Sorge! Oh! Von beiden Seiten? Ich bin mir nicht sicher. Das ist bei Skull of the First Sin immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil man nicht weiß, wie es was sie ändert. Aber da auf der Seite steht ein Ding, so ein Knight. Ich hab ihn schon gesehen. Ein Knight. Photo Watch. Schaut ein bisschen aus wie die Kingsguard. Ja. Weißt du, was ich meine? Mal mit dem Gold und so. Ja, 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 der schaut übrigens nicht nur so aus wie die Kingsguard, denn der ist theoretisch direkt die Kingsguard. Na, da hat sich der liebe Herr von und zu Game of Thrones Macher Kostümdesigner ein bisschen an Dark Souls 2 inspiriert. Naja, die heißen ja auch Goldcloaks in den Büchern oder so. Ja, ist schon klar. Ja. 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 Kann ich gerade darum, ich meine, das ist jetzt ein bisschen administratives Hintergrundgedüsel, aber kann ich dich darum bitten, vielleicht die Lichter abzuschalten, weil es spiegelt mir teilweise zu sehr, wenn es dunkel wird. Und wir kommen jetzt gerade in den dunkelsten Bereich des Spiels. Dankeschön. Administrativ, das war einfach nur, hey, dreh die Lichter ab. Hey, sei mal so nett und dreh das Licht ab, Alter. Magst du jetzt gleich schon drüber reden? Über was? Über eventuelle Veränderungen an unserer Couch. Die Sache ist ja die, zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode gesehen wird, ist das ja alles schon passiert. Fick das. Ist das ja wahrscheinlich auch alles schon vonstatten gegangen, so nehme ich an. Also, oder ist gerade im Werden tatsächlich. Okay. Na, dann halt nicht. Und jetzt... Zuschauer da draußen wisst nicht, über was wir reden. Naja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hast du schon einen Vlog gesehen, wo das schon sehr, sehr genau gesehen wurde. Gesehen, übrigens, kleiner Fun-Fact. Umso öfter man in Dark Souls 2 stirbt, umso abgefuckter schaut man aus. Ich habe auch bald keine Haare mehr, wenn ich so weitermache. Echt? Aber wenn du dann wieder ein Human Effigy nimmst, bist du wieder taufrisch. Ich taufrisch. Will mich Gott oder wer auch immer geschaffen das hat. Das heißt, auch mit jedem Mal sterben verringert sich dein Lebensbalken eigentlich. Yep. Wow! Wow! Was war das für ein Skill-Move? So. Ganz ehrlich. Ja. Was war das für ein Skill-Move? Absicht, oder? Das war Absicht tatsächlich, ja. So. Warum muss man in dem Spiel so viel fallen, echt? Weil sie Bitches sind, Alter. Aber sowas von. In der die spawnt, gell? Weiter, darüber geht's weiter, genau. So. Oh, ich hasse es. Oh, ich hasse es. Komm mit, me bra! Komm! Er will dich doch nur umarmen. Ein Niederhag! Die erinnert mich irgendwie wie diese komischen Pflanzentypen aus Iron Man 3. Ne? Weißt du, wie man? Ja, ja. Ich finde Iron Man 3 war so... Ja, so wie Iron Man 2. Ja. Der erste Iron Man war irgendwie cool. Ich weiß nicht, den ersten Iron Man habe ich nicht so schlecht gefunden, aber... Der erste war super. Aber ich weiß nicht... So. Mir geht's auch genauso mit Avengers. Der erste Teil war, wow, cool. Ich glaube, ich habe Age of Ultron noch immer nicht gesehen. Ja. Age of Ultron. Du meinst 2,5 Stunden mit Ultron? Age of Ultron. Gibt's ja von Honest Trailers, gibt's ja so eine Verarsche, wie man den Namen auslegen kann. Age of Ultron. Wie alt er ist und so. Hasse diese Trümmer. Wieso? Weil die Gift spucken. Okay. Alle? Nein. Du störst das halt einfach mal vorsichtig. Ja. Oh!
Wie fucking dunkel ist es da? Ziemlich. Fackel. Dauerfackeldunkel. Dauerfackeldunkel? Ja. Okay, ich verstehe. Ah. Es ist saugeil. Du hast ein scheiß Lagerfeuer da. Und du zündest deine Fackel an und instant, das kleine Feuer von der Fackel ist natürlich wesentlich stärker als das vom Bonfire. Natürlich. Was hast du gedacht? Logic Issues. Level Procs. Oh, was ist das an der Wand? Wir das sind Wasser? Im Gatter. Was ist das? Wasser? Oder ist das? Die Geschichte für den Gatter schaut folgendermaßen aus. Also es ist eine Art Ethereal Plane und beschrieben ist es dadurch, dass die Leute der Welt ihren Müll nach unten werfen. Ja, Org. Richtig Org. Ziemlich cooles Design, wenn du mich fragst. Ja, shit. Wenn du mich fragst. Gibt's ein paar schon ganz spezielle. Echt Org, ja. So. Es schaut auch irgendwie alles. Ich weiß nicht, ich mag diesen Stil von diesem extrem billig Borden. Ja. Ding da. Oh, aber oh, auf den Frame genau. Yep. Bist du narrisch. Lass mich raten, musst du alle anzünden. Müssen nicht, aber es kann nicht schaden. Weil die bleiben ja lit, wenn ich stirbst. Wieder spawn. Und das ist halt nicht schlecht, wenn es ein bisschen erhellter ist, weil da kann man sich ein bisschen besser umschauen und sieht manchmal Sachen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. So. Außerdem schaut es hübsch aus. Ja. Außerdem zünde ich gerne Fackeln an. Ja. Ein bisschen kleiner Zündler. Nicht unbedingt. Nein, das schaut schon cool aus. Ich muss nur sagen. Aber im Endeffekt ist ja das quasi der Gatter, wenn du sagst, dass alle ihren Müll da runterschmeißen, quasi wie. Nein, das sage ich jetzt nicht. Shit. Das sage ich jetzt nicht. Ja. Nein, ich habe mich entschlossen, nachdem ich den Satz angefangen habe und während dem Reden darauf gekommen bin, dass der eigentlich nicht okay ist, ich sage ihn jetzt einfach nicht. Ich sage ihn einfach nicht. Ist auch gut so, ist okay. Ich sage ihn einfach nicht. Ja? Nein? Sagt ja keiner was dagegen. Nein, ich sage ihn nicht. Ist schon gut, Box. Aber ich will ihn sagen. Ich weiß. Er ist so gut. Er brennt dir auf der Zunge. Aber ich sage ihn nicht mehr. Wow, ich habe schon gedacht, du bist... Oh. Ja? Das nimmt dich mit, gell? Ja. Mit mir machst du mit in dem Spiel. Ja, so. Was heißt. Wohin geht's denn überhaupt? Es ist ein langwieriges, schwieriges Konstrukt. What the heck? Gerade noch. Vorhand, Rückhand. Weißt du, Rückhand can change the world. Ja. Ist aber wer mutig, hä? Na, shit. Das Zeug zerbirst mir nämlich meine Ausrüstung, das Zeug, das da drin ist. Echt? Ja. Viecher sind so stabil, das ist Wahnsinn. Und hauen raus. Ah, okay, er stirbt eh. Hm. Ich glaube, der lebt noch. Na, ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, deshalb bin ich auch auf Distanz gegangen. Ah, der schaut natürlich, wenn du die Fackel wegnimmst, gleich ganz anders aus. Ja. Schaut nicht mehr so gemütlich aus, hast du noch so eine Kerze? Hm. Schaut aus wie so Herzcontainer. Schaut aus wie ein Herz. Wie so ein echtes Herz. Nicht so ein Fake-Herz von überall. Ja. Aber du wolltest gerade vorhin sagen, dass ich irgendwas ansprechen soll, woran ich gerade arbeite. Das war wahrscheinlich erst im Vlog irgendwann vorher. Ich habe das im Vlog angesprochen, ja. Ich wollte gerade sagen, es wird keiner verstehen, was du meinst, weil das nicht hier war. That was definitely not here. Das war nicht im Vlog, den ihr am Montag gesehen habt. Das war in einem Vlog von vor ein paar Wochen. Ja. Oder aber was, Jaden? Wir haben das nicht gleich instant raus. Scherzkis. Was sollen diese Abbildungen eigentlich?
sein. Fucking Steinstatuen, die Gift spucken. Frag mich nicht fucking warum. Ich hasse den Gatter so sehr, Alter. Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist? Ich würde sagen, wir machen mal für diese Episode Schluss. Ist es schon wieder soweit? Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist tatsächlich wieder schon so spät. Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wieder Copyright Claim. Heute ist für wirklich. Für wirklich ist halt Schluss, Alter. Ja, Ding, ey. Ey, wirklich. Ey, bra. Ist halt wieder Schluss, ja. Ey, für wirklich jetzt. So. Effe. Nicht Effe. Ey, eine Meinung. Arme. Ey. Und nicht nur Sting in Jazz Holmes. Holmes. So, das nächste Mal bei Couch. Ciao, ciao.